ein Jahr ist es mittlerweile her. Da habe ich den Bürgermeister hier im Rathaus besucht. Ich hatte ihn herausgefordert, 10 Kilo in 10 Wochen abzunehmen. Jetzt wird es Zeit für eine neue Aktion. In der neuen Staffel geht es nicht ums Abnehmen, sondern um Fitness. Ich bin jetzt gerade hier so ein bisschen beim Aufwärmen auf dem Markt. Und was entdecke ich da? Ich glaube, da steht ein richtiger Läufer. Ich will mal versuchen, dass ich ihn überreden kann, ob er mit mir hier eine Runde dreht. Na? Na? Ich weiß ja, dass der Ronny ein brutaler Jogger ist. Du könntest mir doch vielleicht ein paar Tipps geben, was ich vielleicht machen könnte, wenn ich so mit dem Joggen beginne. Aufwärmen. Aufwärmen? Aufwärmen. Okay, ja. Weiter? Und loslaufen. Wohin? Egal, der Weg ist das Ziel. Ja, alleine läuft es sich immer ein bisschen schlecht. Also ich mach beim nächsten Mal mit. Ronny, dann danke ich dir für deine Tipps. Bitte schön. Was soll ich jetzt machen? Lauf einfach noch eine Runde los. Okay. Oh, nicht da lang. Da lang. Ach, da lang. Ja, ob das was mit seiner Fitness wird, der nimmt sie immer so viel vor und dann lässt es wieder nach. Ach, Klaus, grüß dich. Was ist denn hier heute? Ach, wer kommt denn da? Hey. Ach, du kommst wie gerufen. Warum? Ja, ich will mich fit machen und du könntest mir ein paar Tipps geben. Gut. Ich bin jetzt gerade beim Warmmachen, aber so richtig funktioniert das naja, noch nicht. Warmmachen vorm Laufen ist schon okay, wenn du laufen willst, sag ich mal. Ich weiß nicht, was du machen willst, aber wenn du laufen willst, vorher schon ein bisschen warm machen und nachher noch ein bisschen Dehnung, ist gar nicht so, so verkehrt. Da gibt es also diesen Ausfallschritt, sag ich da, immer auch ein bisschen Spannung halten hier hinten. Wichtig ist natürlich die Dehnungen. Man merkt es hier im Unterschenkel, auch hinten im Po-Bereich, wenn man das ein bisschen dehnt. Das macht man alle halbe Minute, mal abwechselnd links, rechts. Und es reicht nach dem Laufen schon vollkommen aus. Wenn ich so einen berühmten Läufer hier aus Wittstock schon mal habe, ich erinnere mich da an eine Zeit, da warst du in Tansania gewesen. Das ist jetzt, glaube ich, schon 4 Jahre her. 4 Jahre her. Und du bist gegen Joey Kelly gerannt. Richtig, Joey Kelly. Wer ist so hart wie Joey Kelly, hieß damals diese Sache. Ja. Und war eine super Sache. Hat Spaß gemacht damals drüben in Tansania. War hart. Ich habe von den 5 bin ich der 3. geworden und war natürlich auch der Älteste dabei und daher alles gut. Ja, aber warum hat es jetzt bloß für den 3. Platz gereicht? Nach fast 4 Tagen und knappe 200 Kilometer war ich dann noch durch. Ja, die Füße blasen, nachts nicht geschlafen, durchgelaufen. Er musste Tempo machen, was Joey Kelly gemacht hat. Er wusste, ja, er hat gesagt, wann Schluss ist. Wir wussten nicht, wann Schluss ist. Es war eine schöne Zeit, aber auch eine harte Zeit. Ist Joey Kelly wirklich so ein harter Hund oder war das alles ein bisschen fake? Nee, ist wirklich so hart. Wirklich. Wir haben es nicht gedacht. Wir haben uns alle 5, und es waren auch alle 5 Spitzensportler, die bei uns waren. Wir haben uns immer abends angeguckt und haben gesagt, woher nimmt er die Kraft? Er sieht eigentlich gar nicht so aus. Ja, aber er war wirklich so hart. Ich frage da mal bei Stern TV nach, ob die mir den Joey Kelly mal zur Seite stellen können. Ich glaube, du reichst mir da nicht. Ich werde jetzt mal testen, inwieweit ich hier so Wittstocker begeistern kann, dass die eine Runde mit mir drehen. Die sollen ja alle ein bisschen was für ihre Fitness tun. Jetzt habe ich schon eine Kandidatin, die hier bei mir mitmachen kann. Ja, wie sieht denn das bei dir mit der Fitness aus? Schlecht. Wie schlecht? Schlecht. Frage, würdet ihr mal eine Runde mit mir auf dem Markt laufen? Nein. Man muss sich Ziele setzen. Nicht sagen, schaffe ich nicht. Das ist ja total Versagen hier mit dir. Ja. So, die Blumen sind jetzt meine. Du hast verloren. Ich habe keine Zeit. Wir fahren noch nach Hamburg und dann wir müssen heute fliegen. Ach so, wo fliegst du denn hin? Nach Philippinen. Philippinen, ich komme mit. Ja. Ich suche jetzt hier ein paar sportliche Typen. Also solche wie ihr seid. Warum nicht? Nee, weil ich dazu absolut keine Lust habe. Wie so viele andere auch. Ich kann doch nicht der Einzige sein, der so motiviert ist. Doch, ich glaube schon. Wow. Ja. Okay. Da muss ich weitermachen, da habe ich keine Zeit mehr für dich. Tschüss. Das habe ich mir ja alles ein bisschen leichter vorgestellt. Ich dachte nicht, dass die Wittstocker so faul sind. Faul ist vielleicht ein bisschen zu böse ausgedrückt. Ja, ich will mal sagen, die haben nicht den richtigen Antrieb, um sich hier ein bisschen zu bewegen. Oder ich habe einfach die Falschen getroffen. Ich schaue mich mal noch ein bisschen um hier. Das kann doch nicht sein. Bilal hat mich im letzten Jahr schon ein paar Mal begleitet. Er war beim Fußball dabei, hat mir ein paar Tricks gezeigt und dieses Mal
bist du beim Laufen dabei. Denn wir machen uns fit. Ja. Ja. Hast du Lust, jetzt mit mir hier eine Runde auf dem Marktplatz zu laufen? Ja, klar. Wirklich in deinen schicken Klamotten? Ja. Das nenne ich sportlichen Ehrgeiz. Wir drehen jetzt eine Runde. Ich dreh ihn durch. Ich danke dir. Bitte. Ich fühle mich schon viel fitter. Klaus, was machst du denn hier? Ja, was mache ich hier? Ich tue ein bisschen was für meine Gesundheit. Ich brauche ein Fitness jetzt, ein Gesundheitszentrum. Du, weißt was? Da gucke ich nächste Woche einfach mal vorbei. Wir sehen uns. Ghetto-Faust. Genau. Sie haben alle Angst vom Fittinator. Bei euch habe ich die Hoffnung, ihr macht mit. Und jetzt müsst ihr nur noch Ja sagen. Ich frage jetzt gar nicht, was die machen sollen. Die müssen jetzt nur noch Ja sagen. Jetzt sagt einfach Ja. Sagen wir Ja. Aber nicht klimpern, oder? Nein, nicht pimpern. Nein, klimpern. Nein, was anderes, was viel Besseres. Ja, dann machen wir mit. Ja, ja. Ich würde mal sagen, du gibst das Tempo an. Ja? Ja. Aber nicht, dass wir nachher zu langsam sind, ne? Nein. Nein. Wir laufen jetzt los. Jetzt müsst ihr aber ein bisschen Gas geben, ne? Sonst hänge ich euch ab hier. Okay. So, gleich mit dranhängen hier. Oh, was? Aus dem Alter sind wir raus. Wie, aus dem Alter sind wir raus? Ja. Wir müssen uns ein bisschen fit halten. Ja, machen wir ja auch in der Stube. Ach, fit halten in der Stube, habt ihr gehört. Ah, da sind wir ganz anders. Wir haben bis hier. Wir ziehen hier durch, ne? Ja, aber mein Herz. So, wir haben gleich geschafft. Wir gehen jetzt schon in die letzte Kurve. Boah, hätte ich nie gedacht, dass es so anstrengend ist hier Laufen. Wir haben's geschafft. Ziel erreicht. Ja. So, und nu? Ihr seid die einzigen wirklich, die ja heute freiwillig mitgemacht haben. Es ist richtig schwer gewesen. Deshalb habe ich jetzt hier einen schönen Gutschein für zwei Personen. Ihr könnt beim Griechen essen gehen. Im Akropolis. Lasst es euch schmecken. Ja, vielleicht nicht ganz so fett. Ach Quatsch. Ich wünsche euch guten Appetit. Viel Spaß Dankeschön. Beim Griechen Dankeschön. Im Akropolis. Dankeschön. Dankeschön. Joggen ist ganz schön anstrengend. Ich werde jetzt eine kleine Runde hier um die Wittstocker Stadtmauer starten. Mal sehen, wie lange ich brauche. Hier am Bahnhof sind wir eben gestartet. Jetzt haben wir schon ein mörderliches Stück geschafft. Wir sind nämlich hier. Und diese ganze Runde, das müssen wir noch ablaufen. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sonst wird es dunkel. Mädels, ihr geht in die falsche Richtung. Ich will in die Richtung laufen. Wir gehen in die Richtung, wandern. Ach, die wandern. Okay. Aber was, wenn ich hier schon mal stehe, guck mal da. Die Libellen von der Landesgartenschau, die sind immer noch geblieben und ich kann mich jedes Mal wieder dran erfreuen, überhaupt wenn die dann abends leuchten. Es ist immer wieder ein Hingucker. Wow, ich wollte jetzt gerade auf den Spielplatz rauf, hab gedacht, da ist keiner, aber ich glaube, die warten alle auf mich und wollen mit mir Fitness machen. So, dann kommt mal mit. Ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen umgeschaut hier, aber so das richtige Gerät für meine Fitness habe ich noch nicht entdeckt. Aber du kennst dich hier ein bisschen aus. Was sollte ich denn hier mal so ausprobieren? Also Klaus, ich denke, die Rutsche ist ganz gut. Da kannst die Rutsche? Du bestimmt 0,0 Gramm abnehmen. Die kleine? Nein, die Todesrutsche. Ich würde sagen, die Todesrutsche. Die Todesrutsche, die probiere ich doch gleich mal aus. Wie viele Kalorien verbrenne ich da? Naja, 0,0000. Das ist ein Anfang. Da gehe ich jetzt mal rein. Scheiße, ey! Oh! Was ist das? Was? Nee, nicht. Ich steck nicht fest, aber es ist ganz schön schnell. Wow! Ich weiß nicht, ob die anderen sich das hier trauen. Wirklich? Mein lieber Mann! Todesrutscher! Wow!
lustig hier, aber auch ein bisschen anstrengend. Ich habe noch eine große Runde vor mir. Ich muss weiter. Ihr seht selbst, es wird langsam dunkel. Eigentlich wollte ich ja noch eine komplette Runde um die Stadtmauer drehen, aber das wird leider nichts. Ich habe einfach zu lange auf dem Spielplatz gebraucht, die ganzen Fitnessgeräte da ausprobiert. Und jetzt wird's dunkel. Versprochen, ich hole das nochmal nach. So weit war es heute schon ein ganz guter Anfang für den Fitinator. Und wir sehen uns auf alle Fälle in den nächsten 10 Wochen in irgendeinem Sportverein bei euch wieder. Ich sag tschüss, bye bye und winke winke.